Seit gestern Morgen reden wir von großen Zeichen, wichtigen Gesten. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht selber davon, dass unsere Anwesenheit in Kiew ein sehr deutliches Signal sei. Ja, das ist so, wenn das Spitzenpersonal der EU in die Ukraine reist. Aber was kommt denn Zählbares dabei heraus? Die EU-Spitze hat erstmal weitere Hilfszusagen im Gepäck. 150 Millionen für die Infrastruktur, das Versprechen auf 2400 Stromgeneratoren. So startet dann heute der EU-Ukraine-Gipfel. Der erste seit Kriegsbeginn und der erste seit die Ukraine offizielle Beitragskandidatin ist. Dementsprechend geht es natürlich auch genau darum bei den Gesprächen in Kiew und um weitere Sanktionen gegen Russland. Aber ist das überhaupt realistisch? Es gibt Stimmen, die sagen, da sind viel zu hohe Erwartungen, die geschürt werden. Denn der Weg der Ukraine in die EU und in ihre Regeln ist noch viel zu lang. Juri Nikolov hasst Korruption. Der ukrainische Journalist recherchiert und veröffentlicht seit Jahren Texte zu Bestechlichkeit und Selbstbereicherung in seinem Land. Wir selbst müssen dieses Übel ausrotten, es eindämmen, es ins Gefängnis bringen. Im aktuellen weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International schneidet die Ukraine weiterhin schlecht ab. Im europäischen Vergleich steht nur Russland schlechter da. Positive Entwicklung gibt es trotzdem. Die Ukraine gehört zu den Ländern, die in den letzten 10 Jahren weltweit die größten Fortschritte gemacht haben. Und das ist sehr wichtig, denn nach 2014 und der Revolution der Würde wurden viele Reformen durchgeführt. Viele Maßnahmen wurden von den neuen Regierungen und den Präsidenten ergriffen. Die ukrainische Regierung hat unter anderem Antikorruptionsstellen eingerichtet. Die decken zahlreiche Korruptionsfälle auf, arbeiten auch mitten im Krieg. Der Staat sagt, dass wir in der Tat zwei Fronten haben. Die erste ist die äußere und die zweite die innere. Und der Krieg kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es notwendig ist, Beamte ausfindig zu machen, die zum einen uneffektiv und zum anderen korrupt sind, und sie dann zu bestrafen. Das sei gerade jetzt enorm wichtig, denn die Ukraine steht unter besonderer Beobachtung ihrer westlichen Partner, auch weil sie schnell Mitglied der Europäischen Union werden möchte. Ich möchte, dass jeder auf dem europäischen Gipfel sieht, dass die Ukraine geistig hier oben eine Entscheidung zugunsten der EU trifft. Juri Nikolov möchte nicht aufhören, zur Korruption in seinem Land zu recherchieren. Er will so lange berichten, bis auch der letzte Korruptionsskandal aufgedeckt ist. Und klar ist, die Ukraine hat hohe Erwartungen an die EU. Aber was kann dabei wirklich rauskommen? Fragen wir unsere Korrespondentin, die EU-Vertreter auf ihrer Reise nach Kiew begleitet. Schönen guten Morgen, Helga Schmidt. Was können wir tatsächlich ganz realistisch von diesem EU-Ukraine-Gipfel erwarten? Auf jeden Fall einen offenen Austausch. Und der Regierungschef der Ukraine hat gestern noch mal das Datum gesagt, das die Europäer erschreckt hat. Er hat gesagt, 2025 will sein Land Mitglied der Europäischen Union sein. Das sind nur noch 2 bis 3 Jahre. Und das, muss man sagen, hält in Brüssel, hält in der Delegation niemand in der Kommission für realistisch. Und es gibt auch aus den Mitgliedstaaten Widerstand gegen eine schnelle Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Vor allen Dingen in den westeuropäischen Ländern. Frankreich hat große Bedenken, die Niederlande auch. Man kann sagen, eigentlich sind es nur die Osteuropäer, die baltischen Länder, auch Polen, die sagen, ja, die Ukraine muss schnell Mitglied der Europäischen Union werden. Ja, aber es gibt ja auch Probleme. Wir haben heute Morgen schon in Berlin das Ganze auch analysiert und da war die Frage immer wieder, wer sagt es denn den Ukrainern, dass das nicht im Ansatz so laufen wird, wie ihre eigenen Vorstellungen das sagen? Das ist jetzt wirklich ein Balanceakt, der Brüsseler Besuchergruppe bevorsteht, vor allen Dingen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat ja selbst immer wieder auch hohe Erwartungen geweckt, weil sie sagt, man muss den Menschen jetzt in der Ukraine Hoffnung geben auf eine bessere Zeit, auf eine Zeit nach dem Krieg in der Europäischen Union.
jedenfalls in der Nähe von Europa. Auf der anderen Seite muss verhindert werden, dass da Luftschlösser errichtet werden und dass am Ende Erwartungen enttäuscht werden. Das wäre natürlich das Allerschlimmste. Gestern hat der ukrainische Präsident Zelensky noch mal so deutlich seine Erwartungen gesagt, wie wir das nie zuvor gehört haben. Er hat gesagt, die Ukraine habe es verdient, Mitglied der EU zu werden. Eine Belohnung also ist da im Spiel dafür, dass sein Land nicht nur die Schlacht gegen Russland schlägt, sondern auch die europäischen Werte verteidigt. Also extrem hohe Erwartungshaltung und ich denke, das ganz große Risiko, dass diese Erwartungen enttäuscht werden könnten. Ja, und was kann denn erfüllt werden? Also erfüllt werden auf jeden Fall die Erwartungen heute an finanzielle Unterstützung. Es ist so, dass die Europäische Union heute bekräftigen wird, dass sie mehr Geld an die Ukraine gibt, als sie jemals einem Drittstaat, also einem Nichtmitglied der Union, gegeben hat. Das werden Ende dieses Jahres 18 Milliarden Euro sein. Und das ist das Geld, mit dem die Staatsgeschäfte, die ganz normalen Regierungsgeschäfte, die Staatsexistenz jetzt im Krieg am Laufen gehalten wird. Das sind zum Beispiel Gehälter für die Beamten, für Lehrer, damit die Schulen geöffnet bleiben können, für Sicherheitskräfte auch und Renten und Pensionen, also sehr grundlegende Dinge. Man kann sagen, dass ein großer Teil des Haushalts der Europäischen Union, des Haushalts der Ukraine im Moment schon von der Europäischen Union finanziert wird. Dankeschön, Helga Schmidt, für die Ausführungen aus Kiew. Wir entschuldigen diese schlechte Tonqualität. Natürlich, wir müssen auch sagen, wir sind im Kriegsgebiet in Kiew. Sie begleiten das Ganze.